Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Genau. So. Mein Mülleimer abholen. Wurde geschrieben. Emily. Ihnen, ich habe diese verrückte neue Idee und will dich damit einbinden. Ich nenne es Kleidertherapie. Komm bitte bei beim Haus des Bürgermeisters vorbei, um zu sehen, worum es geht. In Liebe, Ellie. Emily. Wie heißt das Ding? Kleidertherapie. Ellie, ich habe deine verlorenen Gegenstände gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger, Marlon. Okay, gut. Sehr geschätzter Kunde, sehr geschätzte Kundin. Danke, dass Sie Piazza besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal, Pia. PS, entscheiden Sie unpersönlich. Entschuldige die unpersönliche Nachricht, Enel. Viel Spaß damit. Ja. Gut. Hast du die Tiere schon geknuddelt? Bin gerade dabei. Sehr gut, sehr gut. Die gerade. Spuren, also. Machte denn nochmal Wolle? Ah, Emily. Und heute hatte jemand Geburtstag. Ich glaube, es hat erstmal keiner Geburtstag. Bist du sicher? Ich bin mir da ziemlich sicher, ja. Oder du kannst gerne nachschauen. Ach, übrigens, kriege ich eigentlich mal meinen Ring wieder zurück? Den Schleimring? Ah, ja. Hier. Wo bist du? Hier. Geil, danke. Danke dir. So. Super Waldzeit. Was bringen die zwei? Achso, da habe ich natürlich nichts dabei. Gut. Gefunden. Gut, dann gehe ich mal zu Clint. Clint ist tot. Das. Meine Mülltonne ist soweit.
Nice. Ja, finde ich auch. Das ist die Iridium-Mülleimer, ja. Werkzeug verbessern. Ich habe nichts, was verbessert werden kann. Und laden. Ja, das Zeug wie immer. Gut. Oh ja, stimmt. Wir müssen eigentlich jetzt jeden Tag stehen überprüfen gehen. Oh. Willkommen zu meiner Kleidertherapie. Ihr fragt euch vielleicht, was ist Kleidertherapie? Ich versuche mal, es so zu erklären. Viele von uns haben persönliche Probleme, die uns davon abhalten, so zu leben, wie wir wollen. Es ist mir wichtig, dass jeder ein freies und glückliches Leben hat. Also habe ich mir diese neue Therapie ausgedacht, um das zu erreichen. Sie basiert auf dem erstaunlichen Mittel der Selbstdarstellung. Selbstdarstellung ist ein wundervolles Werkzeug zur Heilung. Wusstet ihr das? Hinter diesem Vorhang findet ihr unzählige Klamotten, die Auswahl ist nahezu endlos. Eure Aufgabe ist einfach, findet das Outfit, das wahrlich zu euch spricht und zieht es an. Seid selbstbewusst bei eurer Entscheidung. Ihr habt alle einzigartige Stile, die ihr mit der Welt teilen könnt. Schnell, du zuerst. Okay, jetzt Panik. Okay. Ah, Enel, gerade rechtzeitig. Schau einfach zu und sei unvoreingenommen, okay? Ach du. Wow. Cool. Schön. Eine neue Seite, die wir noch nie von dir gesehen haben. Jetzt geh selbstbewusst da raus und zeig dir dich der Welt. Klar. Was ist passiert? Ja. Und der hat so ein Lederoutfit an. Okay. Mal dran. Gut, als nächstes geht Robin. Clint sagt, oh nein. Oh, ach du meine Güte, wunderschön. Robin hat einen Rock. Lass uns sehen, was Demetrius dazu sagt. Wie davon hält. Jetzt geht Louis rein. Levis. Nicht schlecht. Sieht ja aus wie ein 70er Pimp. Sieht gut aus. Gut, jetzt kommt deine Frau. Die hat eine Ritterrüstung an. Haha, das passt tatsächlich. Es ist so schwitzig hier drin. Clint, du hast nächstes. Ich. Emily, was? Der Wetter kommt raus wie vorher. Und nee. Oh, süß. Also. Er hat eine pinke Shorts, einen blauen Hawaii-Hemd, glaube ich, nennt man das, und so ein Barett. Okay. Mhm. Läuft. Gut.
Nun, das ist gut gelaufen. Ich hoffe nur, dass es euch hilft, ein wenig aus euch zu kommen. Heute ist nicht. Ich will nicht aus mir rauskommen. Oh, ich schätze, ich unterbreche euch hier bei etwas. Oh, das ist niedergeschlagen. Ich verstehe. Ich gehe jetzt. Glückwunsch, Inel. Oh, der Arme. Gut. Morgen, sagt Luis. Gut, du bist mit Penny ins Kino gegangen? Naja. Geht erst um 9 Uhr los, also. Also. Ja. Kurz alle Dinge absammeln. So, Penny. Bis jetzt habe ich noch kein Geschenk gegeben. Okay, mal sehen, ob das das Geschenk zählt. Oh, ich kann ja herbeirufen. Aufsteigen und raus mit hier. So. Ja, sehen wir, wer heute Geburtstag hat. So, heute hat niemand Geburtstag, also die nächsten paar Tage niemand und dann hat Pia. Pia, wie weit bist du bei mir? Okay, nicht weit. Wer ist bei mir noch weit entfernt? Okay, Maru, da kann ich ausprobieren, wie viele Sterne, wie viele Herzen es gibt, mit ihr ins Kino zu gehen. Gibt es einen neuen Film oder ist es wieder das gleiche? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Okay, alles gesammelt. So. Du sagtest, am Tag sollte man den Hund ziehen? Irgendwann halt mal. Okay. So, 2 Tickets. Und ich gehe mit Maru, wenn ich finde. Das weg. Ich kann für 400 Münzen eine Kokosnuss kaufen. Und die hat insgesamt 10 Stück davon. Wow. Soll ich es machen? Nee, wir brauchen ja keine Kokosnüsse mehr. Ach so.
Dann halt nicht. Zumindest glaube ich das. Wie bitte? Zumindest glaube ich, dass wir keine Kokosnüsse brauchen. Du bist nicht für was? Oh, dann suche ich mal die Nahrung. Und du warst schon beim Film, oder? Nein, ich gehe jetzt. Zeit, Junge, die Zeit. Was ist mit dir? Die läuft uns davon. Das mutige kleine Bäumchen, das ist dasselbe Film. Ja. Da ist sie. Gut, ja, bitteschön. Ein Film? Sicher, wir sehen uns im Filmtheater. Gut. Bei mir hat sie genau ein Herz, glaube ich. Bei einem besseren Testsubjekt, um zu sehen, wie viele Herzen das gibt, gibt es nicht. Und rein mit dir. Ein Film mit Maro ansehen, ja. Lubini, Amateure, das Heimkino für des zweiten Geburtstags meines Neffen hatte eine bessere Kinematografie. Okay. Oh, hi. Hi. Oh, können wir jetzt spielen? Ja. Ja, letztes Mal war jemand davor. Yep. Das Spiel ist irgendwie komisch. Jetzt haben wir was geangelt und beides Mal sind sie abgehauen. Ahsoka Episode 5, the one where she gets eaten by a whale. Was? Moment. A new lizard would come and use... So, da sind wir wieder. Machen wir weiter. Ach, natürlich. Ich bin wieder zu Hause und mein Ticket ist weg. Na toll. Ja. Brother. Will Snacks kaufen, dann kaufe ich das teuerste. Ich frage mich nur, ob ich jetzt einfach wieder reingehen kann und das dort so weitergeht oder wie jetzt der Status ist, was wurde. Such's mal. Ja, an Maros Platz. So, ich versuche nochmal dieses Spiel. 500. So, lassen die mich rein oder lassen die mich nicht rein? Ohne Ticket. Gut, dann eben Ticket. Alleine. Oh Mann. Kaufe ich mir eben noch ein zweites Ticket? Muss nicht, ob ich jetzt wieder jemanden einladen kann. So, ein Bullshit. Ist die Penny noch drinnen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich. Ich schau gleich. Ja. Also, Penny, ja, sie ist noch drin. Okay. Dann spiele ich nochmal, solange ich auf dich warte. Naja, ich darf jetzt erstmal jemanden neuen suchen, dass ich da wieder reinkomme. Warte mal. Hä? Okay, geht das?
Ja. Warte mal, du hast... Was? Was? Penny sitzt gerade vor mir, liest Buch neben dem Baum. Ich will dir einen Tee gegeben. Du hast bereits Pläne gemacht, heute einen Film mit Penny zu sehen. Jetzt wird's interessant, weil es hieß nämlich, wenn ich ins Kino gehe, dass ich alleine reingehe. So, jetzt probiere ich es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Oh Gott, ey. Naja. Geh ich halt mal rein, jawohl. Alleine. So, Penny ist auch da. Sagt sie, freut sich drauf. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt esse? Okay, es steht noch, dass es geliefert wird. Also mal schauen. Also ich werde so weit. Gehen wir rein. Gut. Na, scheint das soweit zu funktionieren. Ja. Oh Mann. Okay, das kleine Bäumchen, bla bla, das kennen wir ja. Macht es im Schnelldurchlauf. Ich bin bei den Tränen nahe zu liegen, zurückzuhalten. Oh, es muss wirklich schwer sein, seine Familie so zu verlassen. Gut, Penny genießt die Sternenfalle Sorbet sehr. Mario scheint sich zu amüsieren. Gut, Mario scheint die Sternenfalle Sorbet sehr, also genießt er. Was ist das? Blablabla, bla, bla. Das kennen wir ja. Wird zu einem Baum. Okay. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ich kann es kaum erwarten, den Kindern zu sagen, wie gut es war. Gut, das war Penny. Okay. Und jetzt ja. Mario? Oder Maru? Ernsthaft? Ich kann mit Maru nicht reden. Aber du? War eine interessante Wahl für die letzte Szene. Was glaubst du, was sie damit gemeint haben? Ah. Ist jetzt bei dir? Ah, okay. Jetzt geht's. Okay, jetzt sehen wir es. Gut, was sagt Robin? Dimitrios? Okay, die sagen nichts. Gut. Lass dich aber auf jeden Fall ein Herz zu bekommen. Also, Maru hat ein Herz. Hey, besser als nix. Besser als nix, ich geb dir gleich besser als nix. So eine Schelle von dann links nach rechts. Bam, bam. So. Was mag die jetzt eigentlich nochmal? Gut, dann kann ich nicht hin. Gut, in dem Fall gehe ich jetzt nur noch schnell auf die Insel. Naja, also ich kann dir auch noch ein Geschenk machen. Stimmt, hat das jetzt eigentlich als Geschenk gezählt? Wo ist er denn? Nee, es hat nicht als Geschenk gezählt. Nice. Sehr gut. Das heißt, wir können sozusagen pro Woche 3 Geschenke machen. Beziehungsweise 4, wenn sie Geburtstag haben. Weil ich glaube, ein Geschenk am Geburtstag zählt nicht als Geschenk. Oh, am Start habe ich gerade mit Haley eine Cutscene. Okay. Und du rennst gerade einfach vorbei. So. Eine ist verpackt. Gut, gut. Ah ja, überspringen.
Banane. Banane. Und für was brauchen wir die Sternenfrucht? Warte. Okay. Für was brauchen wir was? Die Sternenfrucht. Ich glaube, das war für das Chumino hat. Ah, ja. Okay. Was machen die Bananen? Ich habe jetzt eine Banane. Oh, geil. Ich dann die opfern. Das dürfte, glaube ich, das Letzte sein, was wir noch machen müssen, oder? Das wird möglich sein. Ich gehe es gleich opfern und dann wissen wir es. Nice. Okay. Ein Gorilla ist vorbeigekommen, hat die Banane gegessen und gibt uns 3 goldene Walnüsse. Ich gehe schnell zu Mr. Q oder wie der heißt. Und schau, wie viele uns noch fehlen. Mach das. Warte, mir kommt gerade etwas in den Sinn. Sammlung, geheime Notiz. Ja, hab's gefunden. Ich glaube, ich mach das zuerst. Hier oben. Genau. So, gefunden. Und draußen Ei? Oh ja, wir müssen mal wieder reingehen und schauen, ob der Strauß geschnitten ist. Ist er noch nicht. Ah, okay. Wie viele brauchen wir für die Junimo-Hütte? Ich habe keine Ahnung. Das dürften auf jeden Fall einige sein. Gut. Das ist wichtig zu wissen, denn sonst soll die Zahlen noch nicht liegen. Gut, hier können wir gleich umtauschen. Gut. Und Erzeugnis und Futtermittel versandt. Aha. Obelisken auf dem Hof. Ja, goldene Uhr auf dem Hof. Nein. Monstertöter hält. Nein. Großartiger Fund. Ja, wir haben alle Walnüsse. Nice. Nice. Gut, ein Problem weniger. Wann hast du den Ring gekriegt, dass die Schleime dich nichts mehr anhaben kann? Oben bei der Abenteuergilde musst du einfach nur den alten Ding sprechen. Aber wann? Was musstest du machen? Kleine töten vielleicht, keine Ahnung. Okay. Du bist eine große Hilfe. Ich weiß.
Vulkan. Oh, wo bin ich stehen geblieben? Dann haben wir Kämpfen, okay. So. Und gut. Dann, wo habe ich Kehle hier? Zu viel. Oh, essen wir so eins. Oh, wir haben schon über 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.